Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Genau, wie ihr schon unten rechts in der Kamera unschwer erkennen könnt, habe ich jetzt ein Lenkrad. Habe ich gestern bekommen. Ihr müsst wissen, jetzt ist es halt 9 Uhr irgendwas. 9 Uhr 38 und ich bin gerade erst aufgewacht. Und genau. Heute kommt auch wieder Jakob, der kommt ein neues Video. Wir schneiden wieder Videos, das wird cool. Und genau, heute wollte ich erstmal, weil gestern Abend hat es leider nicht geklappt, habe ich aus Versehen den Ton angelassen. Ich werde aber heute ohne Ton durchfahren hier, weil sonst ich kaum mehr Musik wieder rein, dann hört ihr mich und das ist alles ein bisschen verwirrend. Und dann auch halt die Sounds. Deshalb, wir fahren heute vom Zopp bis zur Siegestraße. Ich bin gestern schon einmal gefahren, diese Strecke. Und ich wollte sie mit einem mit dem hier fahren. Genau. Oder warte, ich warte, vielleicht kann ich das noch einen anderen nehmen. Ja, komm, nimm mal den Urban Way. Wir machen das Ganze auf Rundfahrt. Halt jetzt mal wieder. Und auf jeden Fall, Fahrkartenautomat aus. Wir verlieren zwar kein Geld jetzt da, aber das ist so nervig. Da haben wir einfach in den Haltestellen nur entspannen und was kommt dann? Eine Fahrkarte bitte. Hau Motor an. Parkbremse weg. Pedalen sind unter mir. Bei mir, ja genau. Mir ist es leider immer so. Ich muss am Anfang immer bremsen, rückwärts fahren und dann kann ich erst losfahren. Wir fahren aber Nacht, oh Gott. So, genau so. Ah ne, Parkbremse, ich hab ihn gedrückt. So. Und gucken, habe ich über die Nacht verlernt? Ich glaube nicht. Ich werde auf jeden Fall einen Hund verbauen, das steht schon mal fest. In welcher Haltewoche müssen wir halten? Eins. Mal gucken, habe ich das verlernt? Nein. Ich habe hier noch gar keinen Unfall gebaut mit dem Lenkrad beim Zopp. Schenken Sie ein. Ja, ich liebe es mit dem Lenkrad, den Bus-Simulator zu spielen. Lassen die mich vor. Schönen Dank. Habt einen schönen Dank. Da passen wir nach vorne. Ja. So. Ich bin gespannt, wie ich mich auf jeden Fall meistern werde, auch mit den Pedalen hier unten. Sind schwierig, aber guck einfach mal, die sind halt auch nicht befestigt. Die rutschen irgendwie immer weg. Muss ich gleich mal befestigen. Ich scherze mal, wir werden so zwei Runden fahren. Ich werde eigentlich nur damit aufmerksam machen, dass ich halt mit dem Video, dass ich das Lenkrad habe. Habe ich geblinkt? Ja. Och, war das schlecht gehalten. Och Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das geht doch voll sogar. Das geht sogar voll. Boah. Da war sogar noch jemand rein. Jetzt werden die sagen, wir Passagiere zurückgelassen.
muss ich kurz halten, wartet mal. Und manchmal, ich glaube, das hat auch immer so Geräusche, das Lenkrad. Das ist eigentlich auch ein Rennlenkrad. Ich mag keine Rennspiele, deshalb fahre ich jetzt mit dem hier Bus-Simulator. Ich habe leider auch gar keine Rennspiele. Mit dem kann man auch so Euro-Truck-Simulator spielen und so. Hat noch gar keinen Unfall gebaut. Mal gucken, wie es so weiterläuft. Ja, da ist mein... Mitarbeiter. So. Warum stehen alle hier vorne ein? Besser noch runter. Oh, rot. Rot. Oh mein Gott. Oh, man darf nicht mehr so loscrashen. Wie ich. Auch hier links. So. Ich sehe wahrscheinlich ganz viel von meinem Körper, außer meinem Kopf. Das ist wichtig. Jetzt will ich einfach ein bisschen höher hin. Weiß ich nicht, was das war? Nee, hier nicht. Mein Gott. Wie abrupt er auf einmal abgebremst hat. Das ist voll dumm. Freie Fahrt? Nein.
Da wieder ein Kollege von mir. Mann. Trotzdem noch ganz viel Frust. Ich habe gesagt, am Anfang werde ich ein paar Unfälle bauen. Das ist ja normal. Erstmal ein Lenkrad. Und die Pedalen sind halt frei. Die können überall hinrutschen. Ist halt schwierig so. Noch ein Kollege von mir. Da du bist hin, ich denke gerade auch. Ach, ist okay. Ich will, kann man das nicht drehen. Bitte schenken Sie ein, liebe Dame. Hallo, wollen Sie nicht einsteigen? Ja, dann nicht. Pech für Sie. Ist ja gerade auf der Tastatur gemacht. Ich muss noch normal ein Ring fahren zu St. Paulus Inn, zu der nächsten Station. Leute, schreibt mir in die Kommentare, bin ich ein guter Busfahrer? Bei Traumberuf, Lokführer oder Busfahrer? Ein paar Leute wissen es vielleicht. So. Ich muss mal sehen, merken. Oh. Ein Passagier hat was vergessen. Wo denn? Wo denn? Achso, habe ich gerade schon aufgesammelt. Nervig immer hier. Die Leute, die was vergessen. Natürlich wird es in diesem Moment rot. Wir müssen was essen. Schadet nicht. Wir müssen was trinken. Schadet auch nicht. Radovanovic-Brücke. Brücke.
Scheibe ein bisschen weiter vorne, damit die nicht vorne einsteigen wollen. Oh, ich nehme ich nur hinten auf. Ach komm, ich bin nett. Heute, wenn sie wollen, können sie hier einsteigen und aussteigen. Ich habe Vorfahrt, aber mein Guter, ne? Ich habe Vorfahrt. Ich habe gerade gehupt. Ihr hört es nicht. Ich habe den Sound aus, aber ich habe gerade gehupt. Siegesstraße, Endstation. Aber ne, wir haben ja Rundfahrtmodus an. Wir haben hier. Okay, wir sind nicht mehr zu früh. Dann wieder los. Wo muss ich denn lang? Ja, hier. Ich habe noch ein Handy am Steuer. Das solltet ihr nie machen. Man muss jetzt das wegdenken. Okay. So. Drehen. Nein! Egal, hey, hier geht's auch viel schneller. Okay, habt ihr nie gesehen? Habt ihr nie gesehen, Leute? Warum habe ich gerade gehupt? Ich wollte ja nicht Lichthupe machen. Was denn ist eigentlich Lichthupe? Falsche Haltestelle! Oh Mann, die ganze Zeit, weil ich sehe einfach nur die Haltestelle und denke, hier muss ich halten, hier muss ich halten. Komm. Wieder weg. Warum entspannt? So, von mir aus könnte jeder Tag ein Freitag sein. Hatte gerade jemand gesagt. Ein Passagier muss aussteigen. Haben Sie nicht gerade die Zeit dafür? Wirklich jetzt mal. Oh mein Danke. Ja Gott. Noch rüber, noch rüber.
So. Ist eine ganz schöne Strecke hier. Also durch das Old Town macht Spaß zu fahren. Also meistens, weil man da eigentlich nie Unfälle baut. So. Jetzt wird sie da grün. Muss ich hier. Was ist denn jetzt? Oh Gott! Ich bin stuck. Ja, jetzt warte doch mal! Junge! Mir sowas nicht mehr. Einfach verfahren. Wo denn jetzt? Wo denn jetzt? Oh Gott, die Kurve ist viel zu eng genommen. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Fahrer. Fahre jetzt mit Lenkrad. Oh Gott. Wow. Einmal Straßenverkehr. Seilerstraße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Kackbremse aus dem ausgelöst. Also den Rampe halt ausgefahren. Ich wollte gerade wissen, was ist. Ist das eine R3 auf dem Lenkrad? Rampe. Gut. Und bis jetzt hatte ich noch gar keinen Rampenfahrer. Rollstuhlfahrer. Hey, ich hab doch abgebremst! Das soll man nicht so tun, als wäre irgendwie gestorben oder so. Hat keine Stopp gedrückt, also können wir weiterfahren. Habe ich gesehen, Leute, habe ich gesehen, kann man so fahren. Nee. Also ich fokussiere mich aktuell viel zu doll aufs Lenkrad. Ich muss mich mal ein bisschen um den Straßenverkehr konzentrieren hier. Wann ich wo abbiegen muss, muss ich zum Beispiel jetzt hier links. So, Fellmühlengasse. Das ist eine, wie gesagt, sehr schöne Strecke durchs Oldtimer. Wenn man da, also wenn man unkonzentriert ist, braucht man schon mal ein paar Unfälle, wie ihr seht. Aber wir machen noch gut Plus. Auch wenn ich jetzt einen Fußgänger anfangen würde, würde ich noch Plus machen. Was ich auch mal mache, ist, wenn ich im Bus sitze, immer schön auf den Fahrer gucken, dass er ganz nach vorne immer. Das Beste, was es gibt am Bus. So, Rathausgasse. Wir haben nicht das Licht an. Natürlich habe ich das Licht an. Sieht Dulli. Ihr alle seid Dulli. Spaß. Aber ich meine nicht euch, sondern die Fahrer. Die Passagiere, mit denen rede ich immer so. Ist Normalität bei dem Simulator.
mit denen kann man nicht nochmal reden. Den kann man nicht nochmal reden, ne? So, Handelszentrum. Und dann kann auch schon Zopp. Wow. Okay. Letzte Station von Shop. Und dann würden wir nochmal zum Depot fahren, mache ich aber nicht. So, weiter geht's. Da ein bisschen nach vorne ziehen und los geht's. Los. Oh ja, hätte ich nicht mehr warten sollen, ne? Na, ich dränge vor. Sie nicht, mein Freund. Sie nicht! Ich noch ein bisschen nach vorne. Sie nicht da, ja genau, sie brauchen mich gar nicht so hässlich angucken. Sie sind das. Ich habe Vorfahrt. Meine Güte. Immer schon dann das Fenster zu knallen. Ey! Meine Güte! Ich glaub's ja nicht. Lieber bei euch einen Unfall als sie vorbeizulassen. Meine Güte, ey. Das geht so gar nicht. Eigentlich habe ich die glaube ich Vorfahrt, aber. What? Ich habe die Leute Vorfahrt, aber egal. Warum nicht? Einfach mal. Wir sind ein Bus. Wir haben immer Vorfahrt. Um 3 Minuten Zeit zum Zopf zu kommen. Oh, war ganz gut die Kurve genommen. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Rote Ampel, ich weiß es nicht. Nimm mal so die Tür auf. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the bus here. Please leave the bus here.
Jo, wie viel Müll würde ich noch hinterlassen? Dankeschön. Sie waren das auch bestimmt, ne? Oh, man kann hier langlaufen. Ach komm. Ich habe was hätten hier. Ich schätze es nicht dran. So, unser Bus ist fertig. Wir können. Ah doch, wir fahren hier zu dem Bus hier vor hier vorne. Jo, ich bin gerade am Bus fahren. Was gibt's? Nein, ich bin im Bus. Ich fahre selber im Bus. Also ich bin gerade. Nicht nur früher. Ja, ich fahre hier gerade ins Botanischer Garten. Nein, noch. Ja, Frühstück habe ich schon, aber noch angezogen noch nicht. Ich muss erstmal die Fahrt noch zu Ende machen, dann fehlt mir noch eine Fahrt. Und dann mache ich mich fertig und dann rufe ich währenddessen. Also, dann kann Jakob kommen, währenddessen Warte, stopp, Worten. stopp, 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 stopp. Darf ich mal reden? Bevor mit Jakob? Alles war okay, bis Jakob. Ich habe gar nichts dagegen gesagt. Aber du magst die Wette. Davor! Ach, vielleicht kann ich das so machen, dass Jakob irgendwas macht hier und dann währenddessen gehe ich weg. Warum? Jakob kommt nicht, wenn du weggehst. Du sollst eine Einlage abgeben. Dann kann Jakob kommen. Wir haben heute unsere Büro geöffnet. 15 Uhr nur? Ja, warte, 15. 20. Wie soll ich denn da hinkommen? Mit Bus? Wie heißt das nochmal? Vielleicht. Vielleicht, ja. Dann können wir auch gleich noch was holen, irgendwie was zu essen oder so. Ich mache jetzt erstmal das Ding zu Ende, dann rufe ich ab, wenn er Lust hat, dann mache ich mich aber dafür erstmal fertig. Ja, das geht ja schnell. Das kann man ja machen, während das Jakob da ist. Ja, das kann man ja machen, wenn Jakob da ist. Ich denke dran, versprochen. Ach, du denkst, oh. Ich schwöre sogar. Okay. Dann melde dich dann mal nachher, was du dann so machst. Denk, ja? Ja. Okay. Ciao. Tja. So, Leute, wir sind jetzt am Depot. Angekommen. Ja. So, da haben wir unser Dings jetzt. Ich muss nochmal eine Strecke fahren. Komm, fahren wir das hier mit einem Schlenky. Zitaro geht der Rundfahrt an und dann geht's los von Zuckerfabrik bis irgendwo anders hin. Starten wir wieder bei unserem Depot hier. Scheint hier so.
Ja, ich muss schon mal Scheinwischer aktivieren. Bevor wir losfahren. Ich bin jetzt mal gespannt, wie ich fahre. Ah, wir sind hier an der. In dem Depot. Ja, okay, die hat irgendwann mir drin gebackt. Habt ihr es doch selber gesehen, oder? Macht gar keinen Sinn. Leute, ich würde sagen, wir fahren. Ach komm. Wir fahren mal so die alten Zeiten. In der. In dem, wie heißt es? Der Ort. Astra Park. Würde ich mal sagen. Und komm, wir fahren mit dem Schlenki. Mit dem. Rundfahrt. Und kommt das mal an. So. Warum fährt er auf einmal rückwärts? Mit dem Schlenki Citaro G fahren wir jetzt durch den Astra Park heute mal. Mal schauen, wie es sich so fährt dadurch. Ah ja, wir haben die Linie Ring. Dann habe ich damals so genannt, weil sie erstmal einen Unfall bauen, habe ich so genannt. Weil wir quasi fast einen 100. Ring fahren. Durch den Astra Park, halt außen rum. Ich sehe dann schon unsere Haltestelle, aber wir kommen nicht hin in dem scheiß Stau. Hinten lasse ich keine einsteigen. Nächste Strecke. Wieder fahren und los geht's zum Media Center Astra.
Oh Gott, dann einmal kurz das Lenkrad putzen, nicht aus dem Verkehr. So, Media Center Astra, Hedgehelle. Los geht's. Alles klar, let's go. Die Leute, die gerade einschalten, schon alle die ganze Zeit vor der Tür. Auf einmal gehen sie nach hinten auf, entspannt. So, geredenes Platz. Hier darf man nicht mit über 30 rüberfahren. Da rollen sich immer so auf ca. 29, 28 ab. Alle mal ein bisschen Abstand halten zwischen Bus und Bordsteinkante. Schau mal an, dieser Mann hier. Ah, diese Frau da auch. Ja, das ist eine Frau, nur kein Mann. So, weiter geht's. So, ich habe schon einen guten Plan. Also, heute ist, also gestern für mich, gestern, wo jetzt der Aufnahmetag ist, ist der erste Part von 13,5 Stunden wieder rausgekommen. Heute, wo ich es aufnehme, an dem Mittwoch, dem 2.8.2023 kommt die Stream Highlights Part 2 raus. Dann kommt morgen, also für mich ist am Aufnahmetag am 3.8. morgen der zweite Part von 13,5 Stunden Video. Dann kommt eine Montage, eine Fortnite-Montage. Dann kommt der dritte Part. Und dann kommt dieses Busformator hier Video. Und dann kommt der vierte Part. Und dann kommt die kleine Ankündigung, dass ich wieder 2 Wochen im Urlaub bin. Ab Samstag. Naja, ein bisschen vorproduzieren, schneiden und so. Und anstrengend, aber habe ich ein bisschen vorproduziert. Und dann seht ihr wieder meine Sachen. Dass ich halt keine Videos machen kann, ist halt klettern. Aber dann seht ihr halt meine Sachen, was ich so mache auf Insta und so. Leute, geht auch gerne mal meinem Bruder folgen. Kostu.bln. Kann ihr gerne. Kann ihr gerne suchen. Ist hier jetzt mal eingeblendet.
Würde mich freuen, wenn ihr ihm folgt. Ich bin nämlich auch mit in den Urlaub. Da werde ich ihn auch mal ein bisschen verlinken, was auch immer so. Würde mich freuen, wenn ihr ihm auch mal folgt. Finster. Kellermann Forschungszentrum, nächste Station. Wir haben den Totaro K vor uns. Strecke 37. Ist ja auch im Shop irgendwas. Leute, am Ende dieser Route jetzt hier werde ich nochmal ein bisschen Marketing machen für die Strecken, wo noch kein Fahrer und Bus zugewiesen ist. Werde ich mal ein bisschen Busse kaufen, ein paar Fahrer einstellen und die dann, oh, hier ist viel los, und die dann halt zuordnen. Es ist krass, mit dem Schlenker habe ich jetzt bis jetzt noch gar keinen Unfall gehabt, außer halt hinten mal jemand reinzufahren, aber ich meine mit so um die Kurven fahren oder so. Ah, nächster Unfall. Let's go! Aber nicht wieder eine Kurve. Wieder hinten reinfahren, das ist mein Lieblingsunfall. Nordspeicher. Zellermann Forschungszentrum. Eigentlich war es die Endstation, aber wir haben ja, wie gesagt, die Ringlinie. Ne, Nordwest ist eigentlich die Endstation. Aber da wir halt Rundfahrt. Oh ne, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Naja, da wir Rundfahrtsmodus anhaben, werden wir die Route nochmal zurückfahren. Ah, da ist es. Da ist der erste Unfall mit der Kurve. Da ist er. Lang ersehnter Unfall. Oh mein Gott, bin ich schlecht. So, weiter geht's. Okay. Zellermann Forschungszentrum wieder. Aber mal ein bisschen Abstand halten hier, meine Güte.
Was ist denn das hier wieder? Busfahrer ist hier nur am Meckern. Meckern. Immer ganz viel Meckern. Nächste Station Osterpromenade. Okay. Ein meiner Busfahrer 18 ist natürlich jetzt schon sehr lang veraltet und ist jetzt 2023, aber trotzdem macht das Spaß. Also ich finde, macht mehr Spaß als Busfahrer 21 zum Beispiel. 23 habe ich nicht, aber 21 zum Beispiel. Und keine Ahnung, der hat irgendwie schon mehr was. Weil ich der ist ja nicht unbedingt realistischer, aber mit der Lenkung her ist auch einfacher. Also allgemein der Bus also das hier einfacher. Viel einfacher. Wieso ist das hier nur eine gute Halteposition? Ich verstehe das nicht. Der andere, wo hinten alles abschält, ist eine perfekte Halteposition. Und schon sind wir wieder zu spät. Ein Passagier muss aussteigen, wirklich. Das allerletzte. Der wenigstens eine Ausrede haben müssen. Der hat durchgehend Zeit gehabt, auszusteigen, aber natürlich macht er das nicht. Natürlich macht er das nicht. Oh, dann, ich muss den Lenkrad gar nicht festhalten, weil das ist allgemein so eine kleine Schräglage aktuell. Jetzt muss ich wieder. Irenusplatz. In welcher Linie ist vor uns hier? Die 35. Wir haben schon die 37 und die 35. Ich will mal gucken. Die 35 fährt bis Stockerplatz. Vom Zopp bis Stockerplatz. Das weiß ich. Bin ich gestern einmal gefahren, aber die 37, das weiß ich allerdings nicht. Hier ist immer sehr viel los am Rennungsplatz, bei dem Hochhaus hier. Ach, die Rampe. Das erste Mal kommt sie zum Einsatz. Bremst. Ich weiß nicht, weil alle sagen, nein, Johnny Kassel, nee, du bist scheiße. Aber ich habe wirklich doll gebremst. So, bitte fahren Sie weiter. Weiter fahren. So. Weiter geht's. Das passiert, wenn man sich eine Tasse Kakao nimmt. Och Gott. Mann, minus 31 Millionen, minus 11 Millionen. Okay. Wir müssen wohl aufholen.
sind wir auch noch gleich zu spät. Und zwar jetzt. Meine Güte, ey. Echt nicht meine Fahrt heute. Muss mal ein bisschen drüben fahren jetzt hier, sonst fahre ich immer wieder rein. So. 5, 4, 3, 2, 1. So. Ich brauche ein bisschen meinen Platz zum Lenken. Ach, Tag. Moin, Werner. So. Eine gute alte Position, das wäre jetzt wieder eine perfekte. Digga, es kann, ich kann es nicht glauben. Moin, ich bin gerade in der Aufnahme, ich mache nur gerade dann quasi Cut. Ich mache jetzt nämlich heute jetzt gerade im Bus zum lauter Video. Wie geht's dir? Super. Super. Okay, ich bin sogar jetzt gerade fertig mit der zweiten Streife. Ach Gott, ey, mein Gott. Hallo. Ich drücke die ganze Zeit die falsche... Ich habe die ganze Zeit auf Bremsen gedrückt und da bin ich rückwärts gefahren. Dadurch habe ich gerade einen Fußgänger angefahren. Ich fasse es nicht, Digga. Oh mein Gott. Nein. Scheiß drauf. Ich habe sowieso schon ganz viel Minus gemacht in dieser Strecke. Aber okay, also noch zwei Sachen. Also, okay, eine Sache eigentlich nur wichtig. Ich muss halt heute auch nochmal, bis 15 Uhr haben die nämlich geöffnet. Ich muss halt nochmal meine Schuheinlagen holen für meine Basketballschuhe. Und jetzt die Frage... Willst du vielleicht mitkommen, dann gehen wir danach irgendwie dort irgendwie Eis essen oder was auch immer oder so? Ja, also ich hab nicht vor, glaube ich. Also könnte ich, denke ich. Okay, muss ich dann auch nochmal fertig machen, wie du siehst. Ich habe jetzt übrigens die Kamera auch auf dem rechten Bildschirm, weil hier hat es nicht mehr gehalten irgendwie. Die ist über die Nacht runtergefallen. Also nicht ganz runtergefallen auf dem Boden, sondern war auf einmal komplett. Hing noch da drauf, aber ist immer. Weißt du, was ich meine? Ach so, okay. Deshalb habe ich es jetzt dann, dort hält sie jetzt auch. Aber okay. Ich mache jetzt noch kurz die Fahrzeuge, das dauert noch eine Minute und dann mache ich hier aus. Und dann beende ich halt das Video quasi und dann mache ich mich noch kurz fertig. Muss noch kurz mich umziehen, weil 10 Geburtstag habe ich schon. Und dann, wenn du willst, können wir uns dann. Wollen wir dann vielleicht mal mit dem Bus fahren? Wo ist denn das? Bahnhofstraße. Achso, Bahn, ja, da können wir direkt mit dem Bus. Okay. Dann machen wir das, dann treffen wir uns einfach in so circa, machen wir mal 5 bis 10 Minuten auf der Straße, okay? Geht ihr das? Oder musst du noch fahren? Okay. Ja. Dann bis... Okay. Nächster Anfall. Okay, dann bis gleich. Tschö. Was?
So, Leute, die Horrorfahrt ist zu Ende. Minus 30 Millionen Euro insgesamt. Egal. Gehört nun mal dazu. Und dann beenden wir mit dieser Horrorfahrt auch das Video heute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem mal gefallen. Es ging ja nicht darum, wie gut ich fahre, sondern halt ein bisschen wie wir vieles, halt vieles Lenkrad hier so ein bisschen zeigen. Und genau, das kann man einfach 3/4 Grad drehen. Also fast ganz rum. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Lenkrad. Das ist Ostmaster, heißt das, falls ihr euch das holen wollt. Und ja, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also morgen, dann ist der vierte Part, also wenn alles so bleibt, dann sollte morgen der vierte Part sein von dem 13,5 Stunden Video. Und dann sehen wir uns morgen mit einer kleinen Ankündigung dann wahrscheinlich. Ciao!